Ja, heiliger Bimbam, ey, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ey, man ist so am Schwitzen irgendwie. Und ja, es ist so krass irgendwie. Sobald ich irgendwie so ein Motiv gefunden habe, ja, was mir gefällt, dann weiß ich, oh geil, das funktioniert, da fühle ich mich wohl. Und egal, was dann passiert, da können alle Töne entgleiten. Aber ich weiß, okay, genau dahin kann ich wieder zurückkehren, weil ich weiß, oh, da hat sich's schön angefühlt und genau darauf kann ich mich verlassen. Und das Faszinierende, finde ich halt, an Improvisation ist, dass es unglaublich viele Parallelen auch zum Leben gibt, weil man weiß es nicht, man hat es nicht in der Hand. Und ja, das, was immer so krass ist, man will immer alles versuchen, unter Kontrolle zu haben und alles festzuhalten und Herr der Lage zu sein und dass bloß nichts Schlimmes passiert, dass man funktioniert und ja, dass man die Erwartungen der anderen Menschen irgendwie erfüllt. Und Fakt ist, wenn man sich eben aufs Leben einlässt, dann kommen Sachen, die hast du nicht im Griff und die passieren einfach. Und genauso ist es bei der Improvisation auch. Es kann sein, dass alles total schön klingt und im nächsten Moment, keine Ahnung, erst ist alles schön und dann, keine Ahnung, dann kommt irgendein Ton, irgendwas, was nicht vorhergesehen war. Und es kommt einfach und das hast du nicht im Griff, sondern es ist einfach passiert. Und du fragst dich dann für dein eigenes Leben, was soll das jetzt? Warum muss das jetzt ausgerechnet mir passieren? Wo ist denn da der Sinn dahinter, dass das jetzt passiert? Das war doch alles so schön gewesen bis hierhin. Und ja, Fakt ist, man hat es nicht in der Hand. Und das Krasse ist, dass man halt immer solche angeblich falschen Töne versucht wegzulöschen. Oder man sagt, nein, die gehören nicht zum Leben dazu. Das darf jetzt nicht wahr sein und das kehren wir jetzt mal irgendwie unter den Teppich und tun so, als ob nichts gewesen wäre und keine Ahnung, nach außen hin funktioniert alles weiter und jeder ist eben darum bemüht, genau diese falschen Töne im Leben, die aber halt nun mal dazugehören, ja, möglichst wegzuwischen, als wären sie nicht da. Und das Fatale an diesen Tönen ist halt, dass man halt sich im ersten Moment wirklich fragt, das kannst du jetzt nicht sein, weil eben war noch alles wunderbar in festen Bahnen und dann kommt irgendwas, was einen so krass aus der Bahn wirft und keiner hat es in der Hand und man merkt, wow, ich schaff's gar nicht, das alles in der Hand zu haben. Und ja, und das Krasse dabei ist dann auch, dass man dann eigentlich erst, also in dem Moment, wo jetzt irgendwas passiert, fragt man sich, was ist jetzt der Sinn für mein Leben? Und man verharrt dann auf diesem falschen Ton, kommt nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts, sondern ist da irgendwie in so einer dunklen Phase drin. Und wenn man es dann aber im Gesamten betrachtet, ja, in der gesamten Improvisation oder im gesamten Leben, dann merkt man, dass es alles seinen Sinn hatte, dass dieser Ton seinen Sinn hatte und dass auch wieder Phasen kommen, wo sich alles wieder zum Guten kehrt und irgendwie es wieder anfängt, für einen schön zu klingen und man eben diese Freude dabei auch empfinden kann. Und ja, da sind so viele Parallelen dabei. Puh, mein lieber Scholli, deswegen ist es wirklich...